Am vergangenen Donnerstag lud der Kurier in Toni Mörwalds Palazzo Spiegelzelt zur Verleihung der diesjährigen Werbe-Amors. Über 300 geladene Gäste aus der Werbe- und Medienbranche nahmen an der glamourösen Awardshow teil. Aus über 350 Sujets wählten erst Fachjurys die 10 besten Werbungen in die Endrunde. Die Gewinner bestimmten die Kurierleser online. Moderatorin Kathi Zimmermann wurde bei der Vergabe der Awards durch Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter und Kurier-Gesamtanzeigenleiter Richard Kaufmann unterstützt. Während sich Unica und Omega über die Plätze 2 und 3 freuen durften, staubte A1 den goldenen Amor ab. Tanja Surek von A1 freut sich über die Glückwünsche und erklärt, was hinter der erfolgreichen Kampagne steckt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Preis gewonnen haben, vor allen Dingen, weil es ja auch eine Publikumswahl war. Das ist dann besonders wertvoll, dass nach einer Fachjury eben wirklich die Leserinnen und Leser wählen. Freut uns sehr, dass wir das gewonnen haben. Was steckt hier hinter der Kampagne? Wir haben sehr, sehr viele Jahre daran gearbeitet, das CO2-neutrale Netz einzuführen. Diesen Status zu erreichen und sind sehr glücklich, dass wir das heuer auch erzählen konnten. Und in diesem Fall hat es eben eine wunderschöne Kampagne zum Thema grünes Netz und CO2-Neutralität gegeben. Karl Gabriel von der zweitplatzierten Unica erklärt die Herausforderung von Print-Sujets. Naja, bewegte Bilder lösen natürlich sehr viel Emotion aus. Das ist am Foto etwas schwieriger und das war sozusagen die Herausforderung. Wir hatten sehr viele Print-Sujets und dass halt der kleine Bub, der ins Wasser springt, mutig mit Schwimmflügeln, natürlich mit Schwimmflügeln, mit entsprechend genormten und getesteten Schwimmflügeln natürlich, Sicherheit ist das Thema, dass der dann das beliebteste Sujet war, ist nicht unbedingt überraschend, aber ich glaube, die Botschaft, denk, was stoppt dich eigentlich, geht wieder genau in diese Richtung. Schau nach vorn. Als einziger der Prämierten setzt Peter Gauss mit Omega auf eine starke Persönlichkeit als Zugpferd. Ja, das sind natürlich Synergien. Also eine starke Marke wie Omega braucht ein starkes Testimonial. Das haben wir. Wir haben ja mehrere bei Omega, aber der George Clooney ist einer davon und der funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Man muss offen, transparent sein und die richtigen Werte der Marke herausstreichen können. Ja, für Omega ist es natürlich eine schöne Uhr zu tragen, Wertigkeit im Produkt zu zeigen und mit unseren Testimonien zu überzeugen. Gastgeber Helmut Brandstätter erinnert an den Stellenwert der Prämierten. Ja, ohne Werbung gibt es keine Tageszeitungen. Wobei wir als Kaufzeitungen schon darauf Wert legen, dass wir nicht verschenken. Das heißt, die Leserinnen und Leser kaufen, aber wir brauchen die Werbung, um die Zeitung richtig zu finanzieren. Und da ist mir wieder wichtig, dass klar ist, wir trennen die Inhalte von der Werbung. Davon profitiert aber die Werbewirtschaft, weil man sich auf das verlassen kann, was wir schreiben. Ohne Werbung funktioniert eine Volkswirtschaft nicht. Ich habe eine Zeit lang aus der Deutschen Demokratischen Republik berichtet. Das ist mehr als 25 Jahre her, wie wir wissen, weil ja vor 25 Jahren die Mauer gefallen ist. Und Ost-Berlin war mit die langweiligste Stadt der Welt. Dort hat man nirgends Werbung gesehen. In den Geschäften gab es allerdings auch nichts zu kaufen. Im Anschluss an die Preisverleihung bekochte Toni Mörwald die Gäste, während das Palazzo-Team für einen spektakulären Ausklang sorgte.